Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Prolog. Ja, was wir diesmal machen wollen, sind Fibonacci-Zahlen programmieren. Die kennen wir ja alle, hoffentlich. Die berechnen sich einfach. Die Anti-Fibonacci-Zahl f von n ist die Fibonacci-Zahl n minus 1 plus die Fibonacci-Zahl n minus 2. 2 habe ich gesagt. So. Und wenn wir das jetzt in Prolog programmieren wollen, ich lasse das gerade mal da oben stehen, das funktioniert natürlich so nicht. Dann geben wir als erstes mal an, okay, wir wollen natürlich einen Eingabeparameter und einen Ausgabeparameter. Der Eingabeparameter soll dann natürlich x sein und der Ausgabeparameter vielleicht y. Oder umgekehrt kann man es auch machen lassen. Ja, interessiert ja Prolog nicht, wie rum wir das Ganze ausführen lassen. Also wenn wir die erste bzw. die nullte Fibonacci-Zahl haben, dann ist die an der Stelle 0, das wissen wir alle. Und die nächste Fibonacci-Zahl, also die erste Fibonacci-Zahl, ist an der Stelle 1. So, und ja, jetzt kann man hier sagen, okay, wir haben die x-te Fibonacci-Zahl, also quasi x für auf der x-Achse und y für auf die y-Achse. So, und diese Fibonacci-Zahl ist dann natürlich, ja, sagt man ganz einfach, man muss tatsächlich was berechnen in Prolog und dazu hat Prolog kein Plus oder sowas. Also es hat schon Plus und Minus, aber man muss auch zuweisen können und das kann man nicht einfach machen mit x1 gleich x plus y zum Beispiel, x plus y, sondern man muss sagen, also im neueren Prolog geht es manchmal, kommt auf euren Compiler drauf an, ich würde auf Nummer sicher gehen und sagen is. Das heißt, man sagt hier, okay, x1 is, ja, und dann x minus 1, x habe ich gesagt, x minus 1 ausrechnen. Und dann brauchen wir natürlich auch noch die zweite Stelle. Und ja, die ist dann logischerweise x2 is x minus 2. Und das muss man tatsächlich vorher berechnen, sonst funktioniert das alles nicht, damit man diese Fibonacci-Zahlen eben bestimmen kann. Und zwar an der x minus ersten Stelle und der x minus zweiten Stelle. So, jetzt haben wir natürlich hier erstmal fib von x1 und das wäre dann vielleicht y1. Und dieses x1 hier ist jetzt dasselbe x1 wie hier vorne. Das heißt, wir stecken hier einfach an die x-Stelle x minus 1 rein. Und an die y1-Stelle schreiben wir uns dann quasi das Ergebnis eine Stelle weiter vorne. So, und jetzt berechnen wir noch die zweite Fibonacci-Zahl, die wir zur Berechnung brauchen. Also ihr erinnert euch, wir haben jetzt die hier und jetzt müssen wir noch die hier haben. Das heißt, wir haben hier x2 ist x minus 2. Das heißt, wir sagen hier einfach fib von x2 und das schreiben wir, x ist logischerweise groß geschrieben und das schreiben wir hier an die Stelle y2 rein. So, und das sind jetzt auch Variablen, auf die haben wir Zugriff in dieser Zeile Code quasi. Also man kann natürlich hier anders machen. In dieser Regel haben wir Zugriff auf diese Variablen und wir müssen jetzt hier noch irgendwie y rausfinden. So, wie finden wir y raus? Naja, y ergibt sich dann logischerweise, wenn das hier die y-Werte auf der y-Achse sind, dann ist natürlich y gleich y1 plus y2. So, und das war's dann auch schon. Und wenn wir jetzt das hier ausführen, dann können wir dann natürlich Operator expected, was soll das jetzt bedeuten? Naja, ach so, ja, ich habe das da oben noch nicht rausgelöscht, das wird das wahrscheinlich bedeuten. Das wird furchtbar abstürzen und in den Keller gehen. Ja, besser. So, jetzt können wir hier ganz einfach schreiben, wir wollen die fünfte Fibonacci-Zahl. Wir sagen hier, x ist 5 und y wollen wir als Parameter eingeben. Ja, ich habe mal wieder den Punkt vergessen. So. Und y soll dann auch gleich 5 sein. So, jetzt sollte ich die Fibonacci-Zahlen vielleicht im Kopf haben. Wenn ihr das Ganze mal durchrechnen wollt, dann stimmt es sogar tatsächlich. Ich habe sie nicht im Kopf.
Aber ich habe sie hier links neben mir stehen auf meinem netten zweiten Bildschirm, der mir sagt, die fünfte Fibonacci-Zahl ist tatsächlich 5. So, und ja, dann haben wir natürlich ein Problem, denn wir gehen hier immer noch weiter. Das Problem, was wir jetzt hier haben, Error out of local stack, das bedeutet einfach, wir kriegen nicht mehr Arbeitsspeicher, beziehungsweise wir kriegen gar nichts mehr von unserem PC an Ressourcen. Und das wollte ich euch eben auch zeigen. Wenn man hier nicht aufpasst, dann geht Prolog da tatsächlich zu weit. Wir sagen hier, okay, 5 wäre dann, ja, wir berechnen die vierte Fibonacci-Zahl, die zweite, die dritte, die zweite, die erste und die nullte. Und wenn wir dann eben noch weiter suchen wollen, denn wir haben hier ein Ergebnis hatten wir, aber das war jetzt nur für die Fibonacci-Zahlen, die wir hier eingegeben haben. Wenn wir noch ein neues Ergebnis fordern, was ich gerade mit dem Semikolon gemacht habe, dann schaut es einfach, okay, was ist denn die minus erste Fibonacci-Zahl? Naja gut, lass uns die minus erste Fibonacci-Zahl mit dieser Regel hier berechnen. Und diese Regel hier verwendet dann die minus zweite und die minus dritte Fibonacci-Zahl und die minus vierte und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen hier unbedingt noch fordern, dass x größer als 0 sein muss. Oder im Prinzip sogar größer als 1, denn diese Regel für 1 haben wir ja hier schon. So, und jetzt haben wir das Problem nicht mehr, wenn wir hier die Fibonacci-Zahl fordern. Denn dann kommt einfach false. Wir sagen, okay, wir sind einmal durchgegangen und weiter geht's nicht. So, ja, jetzt könnt ihr also auch schon Variablen auf verschiedenste Art und Weise hier mit Minus und Plus anderen Variablen zuweisen und diese Variablen dann logischerweise weiterverwenden. Gut, das war's für dieses Mal. Im Prinzip haben wir jetzt schon die Grundkenntnisse von Prolog und ihr könnt schon eure ersten richtig komplexen Programme schreiben. Ja, und ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.